Guck dir mal ein bisschen diese Lady hier an und schätze doch mal ihr Alter. Was meinst du, in welcher Altersklasse wir hier sein könnten? Oder lass es mich mal so fragen, welche Altersgruppe war denn bisher bekannt dafür, sich die Falten zu plätten und das Gesicht mit Fillern und Botox vollzuspritzen? Das waren doch eher die Ü-40-Frauen, stimmt's? Okay, die Frau, die wir hier vor uns haben, die ist 22. Und ich muss sagen, das Erste, was mir in den Sinn kam, als mir das Video zugespielt wurde, war Donatella Versace. Die Frage ist doch ganz einfach, warum? Ich meine, warum würde eine gesunde Frau Anfang 20 sich selbst so verschandeln? Ich glaube, meine Antwort, die kannst du dir denken, es fehlt einfach an allen Ecken und Enden Patriarchie und ich kann mir vorstellen, dass in ihrem Elternhaus auch nicht wirklich alles so ist, wie es sein sollte. Beleuchte ich alles ganz genau in meinem Buch und auch, warum die Symptome, die wir hier sehen, eine dicke rote Flagge sind, auf die Männer achten sollten. Ja, das Video hier war übrigens viral gegangen, weil einer ihrer Kommentare die Feststellung machte, dass sie aussieht wie kurz vor 45 und ja, ganz utopisch ist das, wie ich finde, nicht. Lass uns mal reinhören, was sie so von sich zu geben hat. Respectfully, you look like you're pushing 45. Stop getting filler or Botox, whatever you have. It looks so bad. 45? So, sie liest jetzt hier erstmal den Kommentar vor, der ihr empfiehlt, die ganzen Filler mal schön wegzulassen. Und sie, das nehme ich mal vorweg, versteht in ihrem ganzen Beitrag einfach nicht, wie das, was sie tut, kritikwürdig sein kann. I get like, okay, maybe like late 20s, 30s, 22, yeah, shocker. When I first started TikTok and started making filler videos, like come get filler with me or Botox, I used to get these hate comments all the time. There's just people on TikTok that absolutely hate cosmetic procedures. Jetzt erklärt sie uns, dass sie, seit sie Botox-Videos auf TikTok macht, haufenweise negative Kommentare bekommt und ja, es offenbar Leute gibt, die, Zitat, kosmetische Eingriffe einfach nicht mögen. Ja, und nochmal, vielleicht ist ja was mit deinem Ästhetikempfinden nicht ganz in Ordnung, Shelly. Vielleicht hast du ja das rechte Maß nicht mehr ganz im Blick. Aber naja, darauf wird sie wahrscheinlich nicht selbst kommen und sie kann sich mental eigentlich schon mal auf den Werdegang von Donatella einstimmen. And believe that you shouldn't get them. And again, I think it's a personal preference. Like if I want to get filler, no one should stop you from getting filler because it's your own face. Mhm. Ja, das macht Sinn. Und das ist ja heute quasi immer die erste Rechtfertigung für alles, was man sich so körperlich antut. My body, my choice heißt es da oft so schön. Wir haben das ja auch bei Fettleibigen zum Beispiel, die sich zwar damit nachweislich gesundheitlich schaden und die Lebensdauer verkürzen, aber die persönliche Freiheit, die ist offenbar mehr wert als Gesundheit und Ästhetik. Und so gesehen, da hat sie schon recht. Sie kann machen, was sie will, kein Problem. Aber die Frage ist ja, nutzt es ihr oder schadet es ihr eher? Kriegt sie nur aufmunternde Worte von Gleichgesinnten in ihrer Community, aber stößt es Männer eher ab und ist sie für Topmänner eher bloßes Beischlafmaterial oder Beziehungsmaterial? Ich denke, die Antwort, die kennen wir beide. But people always told me that I look older, and I get it. I look older. I might act older. But 45? Siehst du, was ich meine? Sie kommt einfach nicht drüber weg. Sie anerkennt zwar, dass sie sich älter macht und auch durch ihr Verhalten als älter wahrgenommen wird, aber sie zieht eben nicht die richtigen Schlüsse draus. Ich meine, welche gesunde Frau macht sich freiwillig älter? Ich habe noch keine kennengelernt. Übrigens muss man natürlich auch anerkennen, dass die Kosmetik-, Botox- und Filler-Gemeinschaft auf den sozialen Netzwerken gigantisch groß ist und vielleicht ist ja das Hervorheben von weiblichen Attributen mithilfe von grotesken Eingriffen, wie wir es hier haben, auch ein Überkompensieren der Frauen, nämlich dahingehend, dass natürliche Weiblichkeit heute gesellschaftlich nicht wirklich honoriert wird. Könnte man mal drüber nachdenken. Jedenfalls kann man sich auch hier mal durch die Kommentare lesen und da stehen eigentlich die allermeisten voll und ganz hinter ihr, wie es natürlich nicht anders zu erwarten ist.
Mädchen, du bist so wunderschön. Ja, die Filler machen dich älter, aber du bist immer noch wunderschön. Du siehst nicht aus wie 45, heißt es hier. Und so geht das durch die gesamte Bank. Was haben wir hier noch? Du bist echt wunderschön. Die Menschen sind völlig grundlos gemein. Ja, genau. Es sind einfach die anderen, die schlecht und böse sind. Du bist wunderschön. Ich hätte dich auf 26 geschätzt. Ja, richtig. Das war ein super süßes Antwortvideo. Du siehst nicht aus wie 45. Ich hätte dich 25 geschätzt. Ja, klar. Du bist nicht 45, das ist lächerlich. Was haben wir hier noch? Die Leute sind sauer, weil sie es nicht leisten können. Oh, das ist interessant. Sich die Gesichter voll zu pumpen und natürlich viel Geld dafür auszugeben, ist also ein Statussymbol für die Community hier. Sehr interessant. Ja, du siehst, ihre Fans stehen voll hinter ihr und das geht nur so weiter, wenn man sich hier durchliest. Und es zeigt natürlich auch, dass hier wieder mal schön Oppression Olympia gespielt wird. Also man labt sich förmlich dran und man betrachtet sich als besserwertig, weil die anderen alle miese Unterdrücker sind, die Mehrheit also. Das ist im Prinzip auch nichts Neues heute. Ja, jedenfalls zeigt sich Donatella Junior hier überzeugt und selbstbewusst. Ob das nun aufgesetzt ist und sie sich was vormacht, das kannst du ja selbst beurteilen. And before I used to cry over these comments and used to delete them and block the account, but now I'm just like, I just laugh at it because I know it's not true. But I do respect your opinion. Okay, belassen wir es mal dabei. Erzähl mir gern deine Sichtweise, wenn du magst. Komm in meinen Premium-Bereich und hol dir mein Buch. Dort ist der Ansatz dann eher ein natürlicher und zeitloser. Um nämlich bessere und vor allem bedeutungsvollere Beziehungen zu führen, solche, die Männern und Frauen in ihrem Wesen gerecht werden. Ich danke dir fürs Zusehen. Beste Grüße. Ciao, ciao.